Schwarze Löcher sind an sich schon unheimlich genug. Riesengroß und unsichtbar lauern sie überall im Weltall und verschlingen alles, was ihnen zu nahe kommt. Auf der Erde sind wir bisher eigentlich sehr beruhigt gewesen zu wissen, dass das nächste bekannte schwarze Loch 1000 Lichtjahre weit weg ist. Doch im letzten Jahr kam dann die Horrormeldung. Wissenschaftler haben erstmals ein schwarzes Loch identifiziert, das sich schnell durch den Weltraum bewegt. Wo sich dieses unheimliche Phänomen befindet, wie weit es von der Erde ist und ob diese schaurig schöne Entdeckung eine Gefahr für unser Leben auf der Erde darstellt, erfährst du in diesem Video. Umherwandernde schwarze Löcher. Im Juni 2022 verkündeten gleich zwei Forschungsteams aus den USA das Unglaubliche. Beide Gruppen hatten unabhängig voneinander eine atemberaubende Entdeckung gemacht. Schwarze Löcher sind an sich schon nicht sehr einfach auszumachen, doch diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelang es erstmals, ein isoliert im All umherwanderndes schwarzes Loch zu beobachten. Der Nachweis über ein echtes, vagabundierendes schwarzes Loch ist weltweit der erste Beweis für ein Objekt dieser Art. Gelungen ist der Nachweis mit Hilfe der Daten des Hubble-Weltraumteleskops und einer ganz besonderen Technik. Jahrelang analysierten die Forscher die Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops. Aufgespürt wurde das schwarze Loch dann schließlich durch Microlensing oder zu Deutsch dem Gravitationslinseneffekt. Hierbei sorgt ein beliebiges massereiches Vordergrundobjekt durch seine Schwerkraft dafür, dass ein Stern hinter ihm verzerrt und dadurch sein Licht verstärkt wird. Das schwarze Loch im Vordergrund wurde also nur dadurch sichtbar, dass der Stern im Hintergrund viel heller leuchtete, als dies bei der Entfernung eigentlich der Fall wäre. Das Forschungsteam vom Space Telescope Science Institute konnte ermitteln, dass das Vordergrundobjekt 5153 Lichtjahre entfernt sein muss. Bis schlussendlich feststand, dass es sich bei dem Objekt tatsächlich um ein schwarzes Loch handelt, vergingen Jahre. Hunderte astronomische Messungen waren notwendig, um die genaue Verschiebung des Hintergrundsterns durch das Vordergrundobjekt zu analysieren und die Masse des Objekts sicher bestimmen zu können. Fast zeitgleich mit dem Team des Space Telescope Science Institute in Baltimore arbeitete eine Gruppe Wissenschaftler der University of California in Berkeley an dem Projekt. Schwarzes Loch oder Neutronenstern? Obwohl beide Forschungsteams fast zeitgleich den Nachweis für das isoliert im All umherwandernde schwarze Loch erbringen konnten, sind sich die Wissenschaftler bei einigen wichtigen Details bislang uneinig. Das Team rund um Chefastronom Kailash Sahu vom Space Telescope Science Institute kam auf eine Größe von 7,1 Sonnenmassen, wobei Casey Lam und ihr Team von der University of California dagegen höchstens 4,4 Sonnenmassen ermittelten. Hat Sahu recht, handelt es sich bei dem Objekt sicher um ein schwarzes Loch, doch stimmen die Ergebnisse von Casey Lam, könnte es sich bei dem Objekt auch um einen Neutronenstern handeln. Doch egal, ob Neutronenstern oder schwarzes Loch, dieses Objekt ist das erste dunkle Sternenrelikt, das sich völlig frei und unbegleitet von anderen Objekten durch die Galaxie bewegt. Ein Erfolg ist den Wissenschaftlern trotz dieser Unterschiede also bereits sicher. Gefeiert wird zudem der erste Nachweis eines stellaren Objektes, das nur mit Hilfe der Gravitationslinsenmethode aufgespürt werden konnte. Alleine das gilt in Wissenschaftskreisen bereits als Sensation und derzeit arbeiten Forscher daran, diese Technik immer weiter zu verbessern, um noch mehr faszinierende Objekte aufspüren zu können. Übrigens auch bei der Geschwindigkeit des Objektes sind sich die Forscher uneinig. Sahu und sein Team kamen auf 45 km pro Stunde, während Lams Wissenschaftler 30 km pro Stunde berechneten. Der letzte Streitpunkt ist der Name. Das schwarze Loch, das durch unsere Galaxie rast, bekam einmal den Namen MOA 2011 BLG 191 und OGLE 2011 BLG 0462. Sicher ist derzeit übrigens auch, dass MOA oder OGLE nicht das einzige vagabundierende schwarze Loch im Kosmos ist. Lam und ihr Team von der University of California vermuten, dass es Dutzende, wenn nicht sogar Tausende frei umherziehende schwarze Löcher gibt. So, und können uns diese Objekte nun gefährlich werden? So atemberaubend diese Bilder auch sind, beim Anblick eines schwarzen Loches, das so frei und schnell durch die Galaxie wandert, können auch Beklemmungen aufkommen, vor allem wenn man bedenkt, dass diese Objekte alles in sich aufsaugen, was ihnen nahe kommt. Mit etwas mehr als 5000 Lichtjahren Entfernung ist dieses Objekt zum Glück aber immer noch weit genug weg. Aber schlussendlich können wir mit unseren Teleskopen auch immer nur die Vergangenheit beobachten. Wir wissen also weder exakt, wie weit sich das schwarze Loch heute von uns wegbefindet, noch wo genau es ist. Wir wissen auch nicht, ob sich irgendwo in unserer Nähe ein weiteres schwarzes Loch befindet, das wir mit unseren technischen Möglichkeiten bisher nicht finden konnten.
Das Beruhigende jedoch ist, dass sich die Nähe eines solchen Giganten sicher bemerkbar machen würde und dass es derzeit keine solche Hinweise gibt. Im Umfeld unseres Sonnensystems käme es zu ungewöhnlichen Verzerrungen. Die Bahnen von Sternen und Planeten würden plötzlich abweichen. Schwarze Löcher senden zudem zu bestimmten Gelegenheiten Gravitationswellen aus, die wir dann auf der Erde mit sehr feinen Messinstrumenten feststellen und auch ihren Ursprung bestimmen können. Bisher kann diesbezüglich also Entwarnung gegeben werden. Dennoch können wir Menschen niemals ganz sicher sein, dass nicht irgendwann so ein Koloss vor unserer kosmischen Haustür erscheint. Und selbst dann bestünden mehrere Möglichkeiten. Das Schwarze Loch könnte vorüberziehen oder Planeten unseres Systems in seinen Bann ziehen und unser Sonnensystem langsam verschlucken. Doch diese Vorgänge würden trotzdem noch immer hunderttausende Jahre dauern. Bisher ist auch noch nicht ganz klar, wie sich das Fressverhalten von isoliert umherziehenden schwarzen Löchern darstellt. Durch die Eigenbewegung innerhalb der Raumzeit könnten sie weniger am Verschlucken von Materie und dafür mehr an Bewegung interessiert sein. Schwarze Löcher wirken bei ihren Wanderungen nämlich nicht nur wie Staubsauger. Durch ihre immense Gravitation und ihre Wirkung im Bereich der dunklen Materie und dunklen Energie tragen sie vermutlich auch maßgeblich zur Strukturierung der Galaxie bei. Wir müssen auf jeden Fall mehr über dieses Phänomen herausfinden. Nancy Grace Teleskop. Seit vergangenem Sommer liefert das James Webb Weltraumteleskop die bislang besten und detailreichsten Einblicke in den Weltraum. Während diese Mission gerade erst gestartet ist und Wissenschaftler dabei sind, die neuesten Sensationsmessdaten auszuwerten, plant die NASA schon den nächsten Geniestreich. 2027 soll das Nancy Grace Roman Space Telescope das alte Hubble-Teleskop endgültig ersetzen. Benannt wurde das neue Teleskop nach der früheren US-Astronomin und ersten NASA-Verantwortlichen für die Astronomie, Nancy Grace Roman. Nancy Grace soll ähnlich wie Hubble funktionieren und den Gravitationslinseneffekt wie kein Teleskop zuvor nutzen können. Das brandneue Teleskop wird sich von Hubble und James Webb vor allem durch ein viel größeres Sichtfeld unterscheiden. Hubble und Webb sind gut darin, kleine Teile des Himmels zu vergrößern. Nancy Grace dagegen wird Infrarotbilder erstellen, die 200-mal größer sind als die von Hubble. Der Schwerpunkt der neuen Mission wird damit weniger darauf liegen, fantastische und gestochen scharfe Bilder von Weltraumphänomenen aufzunehmen, so wie Webb das derzeit tut. Nancy Grace wird mehr ein Teleskop für rein wissenschaftliche Studien sein. Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße. Vom neuen Teleskop erhoffen sich Wissenschaftler dann auch genauere Einblicke in das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße. Vorhergesagt wurde dessen Existenz erstmals in den 1960er Jahren von dem US-amerikanischen Physiker und Astronomen Dr. Donald Lyndon Bell. In den 1980er Jahren konnte dann die Existenz des Schwarzen Lochs durch die Beobachtung der Bewegung von Sternen im Zentrum der Milchstraße bestätigt werden. Das Schwarze Loch mit dem Namen Sagittarius A hat eine Masse von etwa 4,3 Millionen Sonnenmassen. Es ist das größte bekannte Schwarze Loch unserer Galaxie und eines der massereichsten Objekte im bisher bekannten Universum. Vermutlich haben sich die Form und die Bewegungen unserer Galaxien durch dieses supermassereiche Schwarze Loch gebildet. Die extreme Gravitationskraft sorgt für einen Schwerpunkt in der Mitte der scheibenförmigen Spiralarme. Durch die Masse wird die Raumzeit so stark eingedrückt, dass es die umliegenden Sterne und Gaswolken in eine Spirale zieht. Dieser Effekt wird als Akkretionsscheibe bezeichnet und erzeugt enorme Energien in Form von Röntgenstrahlen. Die starken Gravitationskräfte beeinflussen die Bewegungen und Entwicklung der Sterne in seiner Nähe und vermutlich wirken sich die Kräfte auf alle Objekte in der Galaxie aus. Wir befinden uns in einem der äußeren Spiralarme, doch auch unsere Bewegung wird schlussendlich sehr wahrscheinlich mit von Sagittarius A bestimmt. Wie das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße entstanden ist, konnten Forscher jedoch noch nicht völlig klären. Eine der führenden Theorien besagt, dass supermassive schwarze Löcher aus kleineren schwarzen Löchern und Neutronensternen entstehen können, die in der Nähe des Zentrums einer Galaxie zusammenfallen und sich vereinigen. Dieser Prozess wird als galaktische Kollision bezeichnet und führt im Laufe von Millionen Jahren zur Bildung eines supermassiven schwarzen Lochs und im Endeffekt sehr wahrscheinlich auch zur Bildung der schön geformten Galaxien, wie wir sie kennen. Eine andere Theorie besagt, dass supermassive schwarze Löcher durch eine massive Akkretion von Gas entstehen können. Dies würde bedeuten, dass das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße aus einer riesigen Gaswolke entstanden ist, die kollabiert ist und sich zu einem supermassiven schwarzen Loch verdichtet hat. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Sagittarius A aus einem besonders massereichen Stern entstanden ist, der am Ende seines Lebens in einer Supernova-Explosion kollabiert ist.
Am Anfang unseres Kosmos existierten blaue Gigantensterne von unglaublicher Leuchtkraft, aber nur einer vergleichsweise geringen Lebensdauer. Es ist denkbar, dass der Kollaps dieser ersten Sternengeneration die Grundlage für die supermassereichen schwarzen Löcher und damit auch zur Galaxienbildung gelegt hat. Die Beobachtung bleibt trotzdem eine Herausforderung. Schwarze Löcher sind trotz ihrer Größe nach wie vor Objekte, die aufgrund ihrer starken Gravitationskraft und ihrer undurchdringlichen Natur schwer zu beobachten sind. Da sie selbst kein Licht erzeugen oder ausstrahlen, sind sie wie unsichtbare Löcher im Kosmos, Flecken, an denen scheinbar nichts ist. Eine der wichtigsten Methoden zur Beobachtung von schwarzen Löchern ist die Analyse der Bewegung von Sternen und Gaswolken in ihrer Nähe. Wenn ein schwarzes Loch in der Nähe von Sternen oder Gaswolken liegt, werden diese durch die Gravitationskraft des schwarzen Lochs in typischer Weise beeinflusst. Eine weitere Methode ist die Beobachtung von Strahlung, die von Materie ausgestrahlt wird, die in die Nähe des schwarzen Loches gezogen wird. Wenn Materie in die Akkretionsscheibe um das schwarze Loch herumfällt, erhitzt sie sich und gibt Strahlung ab, die in verschiedenen Wellenlängenbereichen beobachtet werden kann. Eine dritte Methode ist die Beobachtung von Gravitationswellen. Gravitationswellen sind winzige Verzerrungen in der Raumzeit, die durch extrem massereiche Objekte wie verschmelzende schwarze Löcher erzeugt werden können. Durch die Beobachtung dieser Gravitationswellen können Astronomen ebenfalls Rückschlüsse auf die Anwesenheit und Eigenschaften von schwarzen Löchern ziehen. Also, obwohl wir inzwischen schon so viel über die schwarzen Riesen des Universums wissen, bergen diese mysteriösen Objekte immer noch viele Geheimnisse. Wir alle hoffen, dass die neuen Teleskope uns wichtiges weiteres Wissen über schwarze Löcher bringen werden. Was denkst du, steckt hinter den schwarzen Löchern? Glaubst du auch, sie erfüllen irgendeinen höheren Sinn in unserem Universum? Oder siehst du in ihnen nur eine Bedrohung, die besser so weit wie möglich von uns wegbleibt? Wir freuen uns über deine Meinung und eure Diskussion zum Thema und wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Simply Space.